Hallo Leute, willkommen zurück bei Brave Frontier Global, wo ich mir dachte, ich schaue heute mal mit euch zusammen die neue Grand Quest rein, die Ten Wing Tormentor, die halt die Story, die weiter Band, wobei ich jetzt momentan nicht so Lust habe, das zu lesen, aber zuletzt habe ich mich ja mal hingestellt und wenn ich solche Sachen gemacht habe und habe halt das den letzten Run gezeigt, aber habe halt gemerkt bei den Idea-Sachen, es hat mir sehr viel Spaß gemacht, einfach drauf loszuspielen, zu gucken, was man machen kann. Und da von euch schon die Aussage kam, ja, Teams sind übrigens schon vorbereitet, kann ich dann, während wir drin sind, ein bisschen überquatschen, was ich mir dabei gedacht habe. Und was habe ich? Nee, passt alles soweit. Immer das Gefühl davon, ja, also Guide meint ihr, könnt ihr bei Uschi gucken oder sowas, ja. Dann mache ich einfach mal das, was mir persönlich hier viel Spaß macht, nämlich einfach mal drauf losspielen und gucken, was man so machen muss, wie es so ist. Und dabei ein bisschen Einheiten rauszuführen, fand ich persönlich einfach mal interessant, also machen wir das. Story werde ich wohl skippen, weil die dauert sonst immer ziemlich lang. Vielleicht auch doch nicht, weil die Einheiten sehen cool aus. Ich will sie zumindest alle mal gesehen haben. Das war schon ziemlich badass. Ich weiß schon, warum ich Lodin so cool finde. Sehen, wo man den Rest findet. Wobei ich kann, glaube ich. Nee, schade, das überspringt es komplett. Ich dachte, es geht nur stückweise. Oder macht es schneller. Das ist Michelle. Ist ja auch nicht schlecht. Das ist Duelist GX. Der sieht tatsächlich so aus, als hätten sie ihn gar nicht überarbeitet. Und wie sie hier sehr detailliert auch so diese Sachen hier hinten alles. Und dann Duelist Jack sieht aus, als hätten sie einfach nur sein normales Artwork genommen. Ja, finde ich jetzt nicht so spannend. Wie gesagt, Story werde ich mir irgendwann mal in Ruhe angucken. Ich habe gehört, sie soll cool sein bei Michelle und Co. Und die war ja auch früher schon cool. Your squad, please select... Like to... Oh, das ist so, dass man kann auswechseln. Ich werde wohl erstmal bei meinem aktuellen Squad bleiben. Ja, wir bleiben bei dem, was wir sind. Ich weiß es, also ich habe ein ganz kleines bisschen die Guides mal kurz überflogen, aber wollte nicht wirklich lesen, was man machen muss. Da sieht es so aus, dass man wohl bestimmte Gold, also ich habe mir die Goldmission angeguckt und was da zu tun ist. Und in einer muss man tatsächlich mit allen fünf oder sechs aus der Gruppe arbeiten. Das heißt, das können wir jetzt nicht machen. Aber wir tigern hier einfach mal drauf los. Ich will ja eh erstmal ein bisschen mich durchprügeln und vor allem meine Einheiten mal ausführen, die ich sonst eher selten verwende, weil das ist halt cool. Und ich überlege gerade, habe ich mein Team passend aufgestellt? Ja, das dürften fünf Elemente sein, sweet. 1, 2, 3, 4, 5. Ja, das heißt, das Team funktioniert sogar, cool. Ist mein Standardteam mehr oder weniger, wobei ich als Mitigator Kranz mitgenommen habe, um Idee ins andere Team zu packen. Einfach weil wir hier auch noch Elemente brauchen. Und statt Hadron habe ich Senja mitgenommen, mit der Überlegung von Hadron alleine Single Target ist zwar cool, aber Senja gibt mir insgesamt mehr Power Buffs. Normalerweise mache ich sehr gerne, dass ich einen Senja-Freund mitnehme. Da das jetzt wegfällt, habe ich entschieden, ich nehme einfach meine eigene mal wieder mit. Auch sehr schick, Apostel Tiara. Als Einheit leider schlecht, aber ansonsten sehr cool. Was ich weiß, Selban hat immer noch seinen Helm auf, was fast schon ein bisschen schade ist. Und wenn alle legen ihre Helme ab, nur Selban nicht. Ja, wir können überlegen, sie mitzunehmen. Ist in Ordnung. Will ich auch nicht. Auch wenn das sicher interessant ist, die alle mitzunehmen. Und dann, man behält, glaube ich, eine Einheit. Und sollte dementsprechend dann Mitigator mitnehmen. So habe ich es dort überflogen. Also der Vorschlag des Schreibers zu den Goldringeln war, I suggest Idea, Kranz oder Elimo for their versatility. Ja, ich bleibe aber hier. Dafür werde ich dann wahrscheinlich Elimo auspacken, weil Elimo einfach ein Traum ist für sowas. So, weiter geht's. Ansonsten, wie gesagt, quasi hier so ziemlich das Standardteam. Wir gehen mal dahin. Müssen wir irgendwann? Wir beginnen einfach mal damit, dass wir hier loslaufen und schauen, ob wir dann... Wahrscheinlich müssen wir das Tor auf der anderen Seite freiräumen. Vermuten wir mal. Wir sind alle voll. Kann man normal angreifen, wenn gut ist. Wie gesagt, Team auf dieser Seite ziemlich Standard. Kranz... sehr froh, ihn mal einzusetzen, auch wenn er leider Oracle ist und noch nichts... Doch, er ist voll geimpft. Ich glaube, da hat die Frage, ob ich mir im letzten Mal schon gestellt. Ja, Selban sieht unheimlich cool aus, aber immer noch mit Helm. Schade eigentlich. Wobei Selban ja mehr oder weniger auch ein Typ ist, mit dem man häufiger zu... Also, dann erkläre ich das. Was will ich sagen? Selban ist nicht nur eine Person, sondern Selban ist mehr oder weniger auch eine Art Titel, der halt weitergegeben wird. Und hier treten wir alleine gegen ihn an. Interessant. Ja, Möglichkeiten sind halt nicht so groß. Vor allem, weil sie kein UBB hat. Gut, dass wir ihren SBB voll hatten.
Und dass sie Feuer ist. Sonst wäre das jetzt, glaube ich, sehr, sehr schwierig. Schauen wir mal, wie klappt es mit der Auffüllung. Heieiei. Gut, dass ich ihr eine Sphäre gegeben hat, die eine Chance hat auf Wiederauffüllung. Ich habe nicht ihre eigene Sphäre auf ihr drauf. Da ich, also das heißt ihre eigene, das ist ja Dual Fragments, was sie bekommen würde, aber das will ich auf Griff eigentlich drauf lassen, weil ich den hauptsächlich verwende. Und wir mussten die nur 50% bekommen, okay. Das ist schon mal gut. Jetzt kann man ihn dann wahrscheinlich mitnehmen. Ha? Ja. Wollen wir jetzt aber gerade gar nicht. Aber die Idee finde ich interessant, nur wie gesagt, wie ich es gelesen habe, läuft es darauf hinaus, dass man für ein Rewarding halt eh alle braucht und dann dementsprechend die mitnehmen sollte und es nicht so wirklich was bringt zu sagen, ich gehe da selektiv dran. Tada, sieht sie gut gelaunt aus. Arclock, muss ich sagen, in den GGCs ist das insgesamt sehr cool. Also von daher, das gefällt mir. Und ja, jetzt können wir mit ihr nicht weiter, also bewegen wir uns hier mal mit Team 2, gehen über die Mecha Wetlands, mal sehen, ob das etwas bringt oder nicht. Können auf jeden Fall erstmal ein Baby aufsammeln. Hier, wie gesagt, einiges mehr ausgepackt. Der Anführer bei mir ist Michelle. In Kombination mit dem Lodin-Freund. Da bedeutet, wir den Rainbow-Effekt nutzen. Und bei ihr sind es ja auch HP-Boni und Breath-Crystal-Boni. Dann dafür halt Idea als Mitigator. Weil, ja, da haben wir hier noch nicht drin. Ein Element haben wir doppelt. Das ist halt Sidus. Einfach weil das momentan neue Powerhouse, was ich ausprobieren wollte. Auch wenn es eine Sphäre zu dem Zeitpunkt, wo ich das hier aufnehme, noch nicht gibt. Aber ich denke, er wird trotzdem gut Schaden machen. Für Heilung vor allem habe ich Will mit drin und Baby Attacker Buff, den ich halt bei Sidus noch nicht mit drin habe. Spark und Crit gibt er, wobei Crit Rate gibt er momentan nicht, sondern nur Crit Damage. Aber, und Heilung halt vor allem, das lohnt sich mal auszuprobieren. Und für die Baby-Auffüllung, wenn man angegriffen wird, die Medina. Ja, Medina heißt sie. Erst wollte ich der Bestie mitnehmen und dann festgestellt, nein, das passt von den Elementen her nicht. Verdammt, ich will nicht auf die alte Kikui zurückgreifen. Dann gemerkt, ich habe auch noch eine Medina, die kann das auch. Also nehmen wir die mal mit hier. Und ja, das ist ein interessantes Team. Hat Mitigation, hat Heilung, hat eigentlich Baby, wenn man angegriffen wird. Gute Damage-Buffs dürfte eigentlich gut was können. Wenn jetzt die Begleiter auch noch 7 Sterne wären, dass sie auch noch 30% HP geben würden, das wäre cool. Wobei, von Lodin gibt es ja noch keine 7 Sterne Form, aber sein Äquivalent als Leader-Scale 7 Sterne Form wäre ja wahrscheinlich Brave Crystal Drop Rate oder Brave Burst Auffüllung jede Runde und 100% Damage, wenn man Rainbow hat und 30% HP. So, wir sind da. Bringing the Pain. Wir werden Lodin als letztes verwenden, weil er eine feste... Wobei ich glaube, ich bin mir nicht sicher, ob sein SBB auch eine feste Auffüllung war oder nur ein Stück weit. Aber wir nehmen ihn einfach mal als letztes. Auf jeden Fall gibt er zur Not auch einen Drop Rate Buff. Oh, das ist weniger Schaden als erhofft. Und das ist. Eieieiei. Und Idea nicht voll. Das ist schmerzhaft. So, mit Brave Burst Auffüllung haben wir tatsächlich ein ziemliches Problem. Nehmen dich jetzt mal mit deinem Baby, denn das gibt ja auf jeden Fall ein bisschen was, damit wir Idea da schneller wieder voll kriegen. Medina sollte eigentlich auch ein bisschen was geben, aber das reicht auch noch nicht. Heilung von Will, das rettet hier, denke ich, gerade gut was. Für eine erste Runde war das schon ein fieser Start. Wahrscheinlich wäre ihm das nicht passiert, wenn man sich den Guide durchgelesen hätte. Aber wie gesagt, ich finde es eigentlich echt interessant, hier mal die Dinge anzufangen, ohne die Guides alle vorher gelesen zu haben. Weil das macht dann doch ein bisschen mehr Spaß, als sich hinzustellen und zu sagen, ja, ich lese mir den Guide durch. Weil im Guide stehen 4 Schritte, das habe ich gesehen, habe mir aber nicht angeguckt, was da genau zu empfehlen, 4 Runs genau empfohlen wird, weil das ist dann halt schon fast ein bisschen langweilig. Was halt schade ist. Rewards ansonsten interessant, es gibt eine Thorn Crown, Baby jede Runde und leichten Bonus im Baby, wenn angegriffen wird. Ist nicht besonders toll, lässt sich aber weiter craften in die Phoenix Crown, die da, was das angeht, deutlich cooler ist. Baby Gog Bonus. HP Recovery pro Runde und Slightly Baby Gorg. Ich habe, glaube ich, eine davon, die ist soweit okay. Und als 100% Belohnung kriegt man den Pentalocus. 25% Schadensreduzierung. Mit einer 25% Drop. Okay. Death 30%, Element Damage Boost von 30% und Boost Baby Gorg und HP jede Runde. Klingt nach einer ziemlichen Allround-Sphäre, was mich jetzt nicht unbedingt hypt. Ich bin da. Also es klingt halt so nach einer Sphäre, die einmal alles mitnehmen wollte, aber nicht richtig mitgenommen hat. Ah, das war der Bonus von Medina.
ich das gewusst, dann hätte ich da ein bisschen was besser machen können. Also ist jetzt auch nicht super interessant, aber kann man mitnehmen. Geht ja vor allem darum, hier spaßige Kämpfe so lange zu haben. Wenn jetzt wenigstens nochmal Idea angreifen würdest, ja, so ist gut. So, wupp, wupp, wupp. Und langsam kommt auch mal ein bisschen was an Schaden rein. Leider noch nicht so super viel. Und ouch, das hat gesessen. Das hätte jetzt nicht sein müssen, du fieser Schelm. Ich denke, wir machen das so, weil ich hätte sie schon mal vorher einsetzen sollen. Ich will dich noch in Hoffnung, dass wir Will noch voll bekommen. Aber tun wir wahrscheinlich nicht, oder? Ah, schade. Ich hätte... Und der hat auch irgendwie nicht richtig aufgefüllt. Teilweise ist das ein bisschen komisch. Aber das kann auch an meinen Klickkörnern liegen, dass ich es falsch mache. Ich hätte ihn eigentlich gerne voll gehabt. Autsch, damit ist noch jemand fix weg. Ich hätte ihn gerne voll gehabt, damit wir Medina wieder die Heilung, den Heilungsbuff geben können. Eieieiei, zwei runter. Und kurz schauen, Critical Damage. Ich denke, wir werden mit Sidus in die Schlacht ziehen, was das angeht. Einfach weil der Damage-Output davon der Hammer sein sollte. Und wir müssen hier wieder mit ihr gehen und hoffen einfach, dass die Heilung reicht, damit wir unsere Jungs wieder voll bekommen. Jungs und Mädels, vor allen Dingen ganz schön viele Mädels dabei im Verhältnis zu... Oder? Ja, ich habe doch sonst normalerweise auch so viele Mädels mit. Ja, im aktuellen Team, was ich genutzt habe, im Frontier Hunter die Wards zu grinden. Aber jetzt haut er mir die schon wieder kaputt und Idea genauso. Gar. Habe ich... Den letzten Revive hebe ich mir noch auf, falls wir den für Idea nochmal brauchen. Habe ich... Und ich gucke nochmal nach, bevor ich es bei Melchior falsch mache... bei Lodin falsch mache. Habe ich tatsächlich 4 Mädels drin gehabt? 8 Brave-Kristalle sollte er festgeben. Das heißt, wenn wir ihn nur richtig bewegen, sollte das funktionieren. Da haben wir sie. Sehr gut. Das Problem ist, dass von der Drop-Rate her wir halt Idea nicht komplett vollgeheilt bekommen. Und zwar bei weitem nicht. Verdammt, kriegt sie wenig Heilung dadurch, ey. Und da geht sie wahrscheinlich wieder down, ja. Wie kommt das? Wir haben auf ihr die Ubi-Effekt. Wieso nicht? Weil sie hat eigentlich keine Buffs, die den irgendwie die Heilung reduzieren. Von daher kann ich mir das nicht richtig erklären, warum da so wenig insgesamt bei rumkommt. Und wir benutzen Lodin schon mal wieder alleine, schon damit wir sie noch ein bisschen aufgefüllt bekommen. In der Hoffnung, dass wir damit Michelle voll haben und auch noch drauf zu hauen. Denn dann gibt es nochmal Crit Rate und können wir den UBB-Buff, den wir noch haben, hoffentlich noch ein bisschen nutzen. Das war wieder so unheimlich wenig. Und das war unheimlich schmerzvoll. Eieieiei. Es kann gut sein, dass wir jetzt so... ich hätte BB nutzen sollen. Ich hätte mir so schwer auf die Schnauze bekommen, dass wir das tatsächlich verlieren. Das war ich ein bisschen überrascht. Habe ich nicht mit gerechnet. Na, und jetzt haben wir keine Mitigation diese Runde, keine Möglichkeit. Puh, da hat er uns. Schade. Arg. Ist auf die Schnauze gekommen. Total Number of Enemies confirmed. Extent of Damage confirmed. Der sieht echt cool aus, so. System Function Device Mode. Aha. Springen wir es mal. Ich weiß nicht, alles sehen. Aber er sieht cool aus. Das muss man ihm lassen. Und damit haben wir das dann auch. Also es war mehr oder weniger wohl geplant, dass wir da sterben. Oder zumindest auf die Schnauze bekommen. Interessant.
Ich vermute aber mal, dass wir für eins der Chief, genau, für Silber 2 müssen wir uns hinstellen und müssen ihn komplett besiegen. Was sicherlich nicht ohne wird. Dafür werde ich dann wahrscheinlich auch das Team auf jeden Fall umstellen. Dass wir irgendwas bekommen, was uns mehr Heilung gibt und mehr Brave-Kristallauffüllung. Da war Michelle als Leader nicht gut genug. Entweder wir nehmen, packen dann auch einen Griff aus oder eine Senja-Anführer. Senja-Anführer konnte da, denke ich, ganz gut werden. Weil Babyerfüllung, wenn man sparkt und halt massig Schadensdinge. Und auf jeden Fall Elimo als Mitigator. Ach, da, ja, jetzt könnten wir Ludin rüberholen, nachdem er da besiegt wurde. Interessant. Werden wir aber auch nicht tun. Aber Elimo hätte halt den dicken Vorteil von, wir heilen. Richtig, nicht nur das, was Will bietet, was ja nicht schlecht ist, aber halt an der Stelle eindeutig nicht genug war. Ach, das ist meine eigene. Ludin ist von da quasi weggezogen, von dem zweiten Team, deswegen sehen wir ihn da nicht mehr als Anführer. Interessant, aber gut, da haben wir jetzt ja eh nichts mehr zu tun. Hätte ich das gewusst, hätte ich die Teams einfach vorher getauscht. Hätte wahrscheinlich nicht funktioniert vom Anführer her. Glaube ich. Weil ich dann Doppel-Michelle und noch eine... Ne, Bestie habe ich nicht. Doppel-Michelle und Doppel... Nee, doch, das würde passen. Ich halte dann zwei Feuereinheiten. Jetzt habe ich zwei Donnereinheiten. Das würde also tatsächlich gehen, dass ich die einfach tausche. Ich kann mir vorstellen, dass dieses Team da ein bisschen stärker ist. Alleine schon, weil es halt einen Griff-Anführer hat und damit halt massig Schaden. Und er hat halt immer noch Duels Fragments, weil das halt mein Standard-Setup ist, was ich jetzt nicht für eine GGC komplett umstellen will, wenn es nicht zwangsweise notwendig ist. So, und einen haben wir noch und dann den Kampf wieder, wo wir wohl wieder gegen Melchior dann ran müssen. Vermute ich jetzt einfach mal. Ja, da können wir mal voll zuhauen. Wir haben auf jeden Fall danach wieder vollen SBB. Da kam auf einmal ein Crit rein. Da war ihre Lebensdruck auf einmal komplett weg. Ja. Automode on, ja, nee. So. Ich meine, ich keine Items, ich habe natürlich auch nicht daran gedacht, dass es intelligent wäre, die zu wechseln. Das ist auf jeden Fall ein netterer Start, was die World BB-Verteilung auf sich. Ich hätte mir, wenn ich gewusst hätte, dass es gegen Melchior geht, hätte ich mir noch Kafka mitgenommen für Licht. Wobei, halt, Moment, ich habe ja Kranz. Ah, ich vergesse das so gerne. Dass der mir da ja alles gibt, was ich brauche. Nämlich Licht und Dunkel. Ich hätte ihn nur früher einsetzen sollen. Oh, ey. Nächste Runde. Also nach der ersten Runde funktioniert er ja voll. Und jetzt haben wir eh alle Buffs aktiv. Solange wir die HP halten können, haben wir keine Probleme. Und da ja Kranz mit seinem SBB heilt, wie ich nochmal erinnert wurde, da ich so etwas auch gerne vergesse, dürften wir hier insgesamt eigentlich ein ziemlich leichtes Rennen mit ihm haben. Heilt zwar nicht so stark wie die Elimo, aber sollte genug heilen. Wenn er jetzt einen Treffer abbekommt, sind wir schon... Ah, da kommt der Treffer auch auf ihn. Sehr gut.
Wir haben ihn zwar noch nicht voll, aber wir haben Senja und dann haben wir ihn voll. Ich liebe dieses Prinzip. Dafür liebe ich Senja als Einheit einfach. Die Möglichkeit zu sagen, läuft gerade scheiße. Ich kann nicht ihr Damage-Potenzial ausbauen, aber ich kann halt ihr Baby raushauen. Und schwupp, haben wir den Rest wieder voll. Och, ist das super. Auch wenn das ganz schön wehgetan hat, du Schuft. Sind wir sie jetzt einfach mal mit normalem Angriff ein, damit wir nächste Runde ihren SBB wieder haben. Und schauen mal, wie das Hochheilen klappt. 1500 ist er jetzt. Ah ja, er haut das gut rein. Da sind wir bei 9000 was. Und jetzt kommen noch die Herzkristalle. Und dann sind wir fast voll. Ja, nicht komplett was, aber gut, nicht schlecht dabei, sagen wir so. Carnage 4. Ah, noch was, alles in Ordnung. Ich wurde übrigens mal gefragt, warum ich hier zwischendurch einfach vor allem an der Stelle oft hinklicke, während ich aufnehme. Das kommt daher, dass ich am Anfang so oft Probleme hatte, dass ich verpeilt habe, dass wenn ich außerhalb des Spielefensters war, ich beim Reinklicken keine Bewegung macht, sondern automatisch einen festen Klick. Was echt unpraktisch sein kann. Was bei mir einfach zur Folge hatte, dass ich mir angewöhnt habe, zwischendurch zu klicken, damit ich weiß, hey, ich mache das da gerade richtig. Wir nehmen jetzt mal deinen Overdrive dazu. Die ist nämlich lustig. Und setzen dann deinen normalen Angriff ein. Weil normalen Baby können wir dann ja nicht mehr, aber hey, dürfte auch reichen. Hoffentlich kriegen wir genug, aber sollte eigentlich an allen Ecken und Enden passen. Wenn jetzt noch ein Treffer auf sie geht. Was auch, was Griff erledigt. Schuft. Aber okay, wir haben ja sie momentan für den UBB. Was halt heißt, wir machen jetzt schon normal massig Schaden und haben die doppelte Treffer, sodass bei denen ein normales Zuhauen schon richtig gut wehtut, wie man da gerade sieht. Und dann haben wir ihn auch. Also mit an sich, wenn man ein bisschen spendabel ist und hier einen Hero Stone in der ersten Runde rein hat auf sie oder auf Ark hat es im Baby, es gibt noch, genau, Ruby hat es glaube ich auch im UBB, dann macht das schon gut Schaden mit normalen Treffern, das lohnt sich eigentlich. Das sollte ich probieren für die, also meine Idee momentan für das Loading-Team wäre tatsächlich immer komplett wechseln, dann dürfte ich auch das hinbekommen, aber da die Folge schon 22 Minuten lang ist, werden wir das jetzt bei, ach wisst ihr was, vielleicht gönnen wir uns da eine extra lange Folge, warum nicht? Auch wenn das Wechseln echt jetzt, naja, ich denke, ich werde das ein anderes Mal machen. Wir haben hier erstmal einen ersten Eindruck davon, haben einen Gem dafür bekommen und ein paar Imps und ein paar Medals, nehme ich. Will eigentlich nur wissen, wie viel Prozent wir sind. Wenn ihr den Rest davon, wie ich hier weitermache, auch sehen wollt, lasst es mich gerne in den Kommentaren wissen. Sonst werde ich dazu übergehen zu sagen, ja, wenn es euch nicht interessiert, dann brauche ich es nicht machen. Thank you by losing Duel SGX. Okay, interessant, wie das wird. Naja, ich bedanke mich fürs Zuschauen. Wie gesagt, in die Kommentare schreiben, wenn ihr den Rest davon auch sehen wollt. Bis dann, Leute. Macht's gut.